Seit der Gründung der Internationalen Graduiertenschule für Sozialwissenschaften an der Universität Bremen im Jahr 2002 ist Steffen Mau aktiv dabei. Angefangen hat er als Juniorprofessor, mittlerweile ist er Dekan der Schule und hat einen Lehrstuhl für politische Soziologie an der Uni. 61 Doktoranden aus 25 Ländern promovieren momentan an der Bremen International Graduate School of Social Sciences. Es ist die größte Doktorandenschule für Sozialwissenschaften in Deutschland. Die Studenten erforschen hier den gesellschaftlichen Wandel. Dazu untersuchen sie sowohl die Entwicklungen in der Gesellschaft als auch bei einzelnen Individuen. Bremen bietet dazu die besten Voraussetzungen. Das Besondere ist, dass wir hier in Bremen eine sehr dichte Forschungslandschaft haben. Also sozialwissenschaftliche Forschung, verschiedene Institute im Bereich Politikwissenschaften, Soziologie, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie. Und die tragen unsere Graduiertenschule. Also es gibt hier eine sehr enge Verbindung zwischen Forschung und Ausbildung in der Graduiertenschule. Die Doktoranden arbeiten an gesellschaftlich relevanten Themen. Ein Schwerpunkt der Internationalen Graduiertenschule nennt sich Meinungsbildung, Wertewandel und interkulturelle Kommunikation. Und genau das ist hier nicht nur trockene Theorie. Kommunikation und Teamwork spielen auch im Arbeitsalltag der Doktoranden eine große Rolle. Obwohl alle ihr eigenes Promotionsthema haben, tauschen sie sich regelmäßig aus. Keiner brütet hier allein über seiner Dissertation. Darüber hinaus planen die Studenten sogar selbstständig Konferenzen und Lehrveranstaltungen. Auch Luisi Pedrosa Espinosa aus Mexiko gehört zu den Doktoranden. Sie hat bereits ihren Master in Sozialwissenschaften in Bremen absolviert. Seit September 2007 arbeitet die 26-Jährige in der Internationalen Graduiertenschule an ihrer Promotion. Mein Promotionsthema ist eine vergleichende Studie demokratischer Staaten, die ihre Wahlrechte für Einwanderer erweitert haben. Das ist ein wichtiges Thema, denn es ist ein ganz neues Phänomen, das in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen hat. Noch vor 30 Jahren hatte man nur als Bürger des jeweiligen Staates die Möglichkeit, zur Wahl zu gehen oder als Abgeordneter gewählt zu werden. Nur 20 Minuten von der Universität Bremen entfernt studieren Jekaterina Oglanova aus Russland und Jolanda van der Noll aus den Niederlanden an der privaten Jacobs University, dem zweiten Standort der Graduiertenschule. Die Holländerin beschäftigt sich mit der Einstellung gegenüber Muslimen. Jekaterina arbeitet an der Thematik individuelle Wahl und Glück. Beide haben sich bewusst für Bremen als Ort ihrer Promotion entschieden und beide sind glücklich damit. Der Hauptgrund, dieses Promotionsprogramm auszuwählen, war die Übereinstimmung mit meinen wissenschaftlichen Interessen. Individualitäts- und Glücksstudien, mit denen ich mich beschäftige, gehören zu den wichtigsten Forschungsgebieten der Schule. Und es war sehr wichtig für mich, in einer Gruppe mit Leuten zu arbeiten, die meine Interessen teilen. Für mich war es sehr wichtig, dass wir unser eigenes Forschungsprojekt entwickeln und daran arbeiten konnten, statt sich mit bereits Existierenden zu beschäftigen. Außerdem ist es für mich eine Herausforderung, ins Ausland zu gehen, in einem anderen Land zu leben. Egal, ob die Doktoranden an der Jakobs-Universität arbeiten oder an der Uni Bremen, der wissenschaftliche Austausch funktioniert bestens. Zusammen mit ihren Betreuern oder auch unter sich halten die Nachwuchsforscher eigenständig Seminare ab. Dieses wichtige Rüstzeug hilft auch Sebastian Büttner für seine wissenschaftliche Karriere. Der 30-Jährige steht kurz vor dem Abschluss seiner Promotion. Die Graduiertenschule bietet dem Soziologen jetzt sogar noch ein Postdoktorandenstipendium. Also ein Vorteil des Postdoc-Stipendiums, das ich jetzt dann bald antreten werde, ist, dass ich jetzt nochmal bestimmte Zeit habe, mich zu orientieren, auch quasi die Zeit überbrücken kann zwischen der Beendigung der Promotion und einem Job, der dann, also eine Vollzeitstelle, die dann beginnt. Und man kann sich auch in der Zeit dann nochmal für den Arbeitsmarkt qualifizieren, indem man Publikationen voranbringt. Man hat nochmal Zeit, sich Projekte zu überlegen, die man eventuell später dann auf einer Stelle verfolgen kann. Die Doktoranden können also optimistisch in die Zukunft schauen. In Bremen bekommen sie nicht nur eine exzellente Ausbildung und finanzielle Unterstützung, sondern haben danach auch gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Mehr als 90% aller Absolventen der Bremen International Graduate School of Social Sciences arbeiten inzwischen in verschiedenen Institutionen auf der ganzen Welt.